Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt auf joelmedia.de oder später das Video anschaut. Wir wollen heute weitermachen. Wir sind noch in Johannes 7, wir haben uns Zeit genommen, das wirklich uns anzuschauen und werden heute auch noch nicht ganz fertig werden, aber schon einen ganzen Teil der letzten Verse behandeln und werden sehen, wie unterschiedlich schon damals die Menschen über Jesus gedacht haben. Auch heute ist es so, Menschen haben sehr unterschiedliche Meinungen von Jesus, nicht wahr? Die einen denken so, die anderen so und wir werden sehen, das war damals ganz genau so. Und warum und wie genau, das schauen wir uns jetzt an. Und bevor wir beginnen, wollen wir mit einem Gebet starten und wo es möglich ist, lade ich uns ein, dass wir dass wir niederknien dazu. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir das Evangelium haben und die Evangelien haben, die uns zeigen, wie Jesus wirklich gewesen ist und was seine Worte bewirkt haben. Und Herr, wir möchten jetzt zu deinen Füßen sitzen und dich bitten, dass dein Heiliger Geist uns unterrichtet, dass dein Wort uns verständlich wird, wir uns hineinversetzen können in die Situation, die es damals gegeben hat, und dass wir daraus ganz viel lernen für unser Leben heute, dass wir vor allem lernen, Jesus zu folgen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gut, schlagt mit mir auf Johannes 7. Wir lesen heute ab Vers 40. Ihr erinnert euch, wir haben uns ja die letzten Male sehr ausführlich Zeit genommen für Vers 37, 38 und 39, ja? Wo wir gesagt haben, an diesem letzten Tag des Passafestes, an diesem 22. Tischri im Jahre 30, als diese Prozession dort abgelaufen war, hat Jesus sich hingestellt. Ja? Diese Prozession hatte zu tun mit dem Wasser, das damals bei Mose aus dem Felsen lief. Und Jesus stellt sich hin und sagt: Wenn jemand dürstet, was soll er tun? Komme zu mir, ja, und trinke. Jesus sagt mit anderen Worten, den geistlichen Durst, den wir haben, den können wir nur bei Jesus stillen. Und er sagt dann, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Das heißt, wenn wir den Jesus unser Leben lassen, der uns in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament präsentiert wird, dann, sagt er, werden aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir werden sozusagen die Quelle des Lebens in uns haben, weil wir mit Jesus leben. Und dann werden wir so begeistert sein und wir können gar nicht an uns halten. Es wird in das Leben anderer hinübergehen. Ihr erinnert euch an die Samariterin, die auch nicht das für sich behalten konnte. Ja? Und das waren diese berühmten, wichtigen Worte, die Jesus hier am letzten Tag dieses Festes gesprochen hat. Und wir schauen uns heute an, was diese Worte dann ausgelöst haben. Wir haben gesehen in Vers 39, dass er damit vom Heiligen Geist gesprochen hat, von dem, was der Heilige Geist in unserem Leben wirken möchte. Und die Ellen White hat mal gesagt, das Lieblingsthema von Jesus, von allen Themen, über die er predigen konnte, war der Heilige Geist. Und das zeigt, wie wichtig diese Stelle hier gewesen ist. Und das zeigt uns auch, wie wichtig der Heilige Geist für unser Leben ist, damit wir wirklich ein erfülltes christliches, geistliches Leben haben. Jetzt schauen wir in Vers 40 und schauen uns an, wie die Reaktion der Menschen war auf diese Aussagen von Jesus. Wer mag mal Vers 40 lesen? Okay, also wir hören jetzt zuerst einmal eine Fraktion, ja, eine Gruppe im Volk, und die sagen wahrlich, ja, also so ganz sicher, oder nicht wahrlich sagen sie, aber sie sagen, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig, nicht wahrlich, wahrhaftig der Prophet. Was meinen sie damit, als sie sagen, der, also Jesus, ist nicht ein Prophet, sondern der Prophet? Was ist damit gemeint? Sie sagen ja nicht, er ist ein Prophet, sondern sie sagen, er ist der Prophet. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Propheten und der Prophet? Sie haben auf einen Propheten gewartet, genau. Und ihr könnt euren Finger hier in Johannes 7 lassen, wir kommen da immer wieder drauf zurück. Und zwar in 5. Mose 18. 5. Mose 18, Vers 15 bis 18. Das heißt es, das war Mose damals, der gesprochen hat, ja? Gott durch Mose. Einen Propheten wie mich, also wie Mose, wird dir der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Ja? Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, indem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Ihr erinnert euch, als Gott die 10 Gebote gegeben hat, da kam Feuer vom Himmel, da war dieser Rauch und da war das Schofferhorn, es war laut und die Israeliten haben das missverstanden und sie wollten nicht mehr, dass Gott redet. Und Gott sagt, okay, ja, kein Problem. Aber ich sende euch jemanden, einen anderen Propheten, so wie Mose, auf den müsst ihr dann hören. Nämlich, Gott wollte natürlich, dass die Israeliten sein Wort hören und nicht nur durch einen Menschen vermittelt. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet, also ja, er geht darauf ein, es war nicht ideal, aber Gott geht darauf ein, weil Gott geht auch uns nach. Ja, auch wenn wir eine nicht so ideale Entscheidung getroffen haben, arbeitet Gott mit uns, um uns wieder dorthin zu bringen, wo er uns eigentlich haben möchte. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Also dort wird ganz deutlich gesagt, es wird einen Propheten geben, wie Mose. Und der wird alles sagen, was Gott eigentlich am Sinai sagen wollte. Ja? Jetzt, welcher Prophet im Alten Testament war wie Mose? Von welchem Propheten heißt es, der war wie Mose im Alten Testament? Das ist eine Fangfrage. Schaut mit mir in 5. Mose, Kapitel 34. In 5. Mose 34 und dort Vers 10. 5. Mose 34 und dort Vers 10. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf, wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Also es gab zwar viele wichtige Propheten, ja, Jesaja und Jeremia und Elia und Elisa, Daniel, Hesekiel, aber keiner war wie Mose. Also wer ist der Prophet, der kommen sollte? Wer war der Prophet? Oder wer? Ne, Mose war ja der, also, aber ein Prophet wie Mose, wer war der das? Genau. Und wer war das dann, der diese Erfüllung von 5. Mose 18 ist? Weil Gott hat ja gesagt, ich sende euch einen Propheten wie Mose. Und dann sagt es später, im ganzen Alten Testament gab es nie wieder einen Propheten wie Mose. Wer erfüllt dann die Prophezeiung? Wer ist dieser Prophet? Jesus, genau. Jesus. Das heißt, die Leute hatten recht, als sie gesagt haben, das ist der Prophet. Ja? Die hatten recht. Jesus. Und zwar, als sie seine Worte hörten, ja, von den Propheten heißt es ja, von dem, der hier in 5. Mose 18 angedeutet wird oder beschrieben wird, dass er Gottes Worte sagen wird. Ja, was er sagen wird, ist Gottes Wort. Und ihr wisst ja, Jesus hat jeden Morgen Morgenandacht gemacht und hat zugehört, was sein Vater ihm gesagt hat, durch das Wort Gottes. Und dann hat er gesagt, er weckt mir die Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören oder Jünger hören. Und damit hat er dann andere getröstet und gestärkt und unterrichtet mit dem, was er selbst vom Vater gelernt hat. Er war der Prophet, dem Gott seine Worte in den Mund gelegt hat. Das ist ganz interessant. Ja, wir haben gesehen, Gott sagt, ich werde meine Worte in seinen Mund legen. Wir können noch mal ganz kurz das lesen in Jesaja 50. Jesaja 50 und dort Vers 4, dort steht es, was jetzt Jesus sagt, das ist prophetisch natürlich, in Jesaja 50 und dort Vers 4, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Ja, also Jesus sagt, jeden Morgen habe ich wie ein Schüler, wie ein Jünger gehört, Gott hat mir die Worte gegeben, die ich dann weitergegeben habe. Wenn Jesus gepredigt hat, wenn er gesprochen hat mit Menschen, hat er das gesagt, was ihm der Vater gezeigt hat. Und deswegen hat 5. Mose 18 gesagt, da sagt Gott, ich werde meine Worte in seinen Mund legen. Halten wir das mal fest. Wir werden über die Worte jetzt noch gleich noch mehr zu sagen haben. Schauen wir noch ganz kurz in Johannes 6. In Johannes 6 und dort Vers 14. Da sehen wir, dass die Menschen nicht zum ersten Mal auf die Idee gekommen waren. Johannes 6, Vers 14. Das ist die Geschichte, wo Jesus die 5000 Männer plus Frauen plus Kinder satt gemacht hat. Und dort steht in Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ja, also es gab schon mehrmals, das war ein halbes Jahr vorher gewesen, wo sie auch aufgrund des Wunders gesagt haben, Jesus der Prophet. Aber jetzt ist was anders. Damals, hier in der Geschichte in Johannes 6, da haben sie das Wunder gesehen. Da haben sie gesehen, mit 5 Broten und 2 Fischen werden alle satt. Das ist der Prophet. Und dann, was wollten sie dann machen? Kennt ihr die Geschichte in Johannes 6? Haben wir vor langer Zeit studiert. Was wollen sie dann machen, als sie sagen, das ist der Prophet? Sie wollen ihn zum König machen, ja? Und dann muss Jesus sagen, nein, nicht. Und jetzt aber, in Johannes 7, da ist es kein Wunder, sondern es sind die Worte von Jesus. Wo er gesagt hat, wer dürstet, der komme zu mir und trinke von dem Wasser des Lebens. Mit meinen Worten zusammengefasst. Also das ist eine andere Ebene und deswegen finden wir jetzt hier auch jetzt nicht niemand, der ihn zum König direkt machen will. Das ist, die das hier sagen, die haben Jesus schon wirklich besser verstanden. Jetzt schauen wir uns Vers 41 zurück in Johannes 7. Johannes 7 und dort Vers 41. Also eine Gruppe sagt, das ist der Prophet. Das ist also die erste Erfüllung von 5. Mose 18. Schauen wir mal in Vers 41. Und lesen wir Vers 41 und 42 zusammen, das passt ganz gut. Vers 41 und 42. Genau, also direkt, es gibt Streit. Jetzt gibt es eine zweite Gruppe, die erste sagt, er ist der Prophet. Was sagt die zweite Gruppe? Noch in Vers 41. Er sagt, er ist der Christus. Das ist interessant, oder? Also offensichtlich gab es Leute, die gesagt haben, er ist der Prophet aus 5. Mose 18 und andere haben gesagt, nee, 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 er ist der Christus. Weil für die Juden damals waren das zwei verschiedene Dinge. Die haben auf den Propheten gewartet und die haben auf den Christus gewartet. Und ihnen ist gar nicht so richtig in den Sinn gekommen, dass die beiden vielleicht sogar dieselbe Person sein könnten. Ja? Kommen wir gleich zu. Aber was heißt Christus? Was haben die gemeint? Der Christus. Womit haben die denn gerechnet, als sie auf einen Christus gewartet haben? Messias. Christus ist griechisch für Messias. Ja, das ist Messias. Und Messias heißt was? Was heißt Messias? Übersetzt? Was ist der Messias? Übersetzt heißt Messias der Gesalbte. Genau, kann man auch in Johannes 1 nochmal nachlesen, Vers 41. Der Gesalbte. Und wer wurde im Alten Testament gesalbt? Wer wurde gesalbt? Welche Berufe? Könige. Wer noch? Priester und? Propheten, genau, also der Elisa wurde zum Beispiel gesalbt von Elia. Aber vor allem Könige und Priester. Und an dieser Stelle ging es eigentlich immer um den König. Schaut mal mit mir in Daniel Kapitel 9. In Daniel Kapitel 9, da finden wir eine der wesentlichen messianischen Prophezeiungen. Ihr wisst, das ist diese Zeitprophezeiung, die dann da die Taufe und den Tod von Jesu auf das Jahr genau, eigentlich die Jahreszeit genau, festlegt, auf den Monat könnte man im Prinzip fast sagen, und Tag sogar, teilweise in Daniel 9 und dort Vers 25. Dort steht, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten. Vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Das heißt, man wusste, diese Zeit ist bald abgelaufen, jetzt muss irgendwann der Messias kommen, der Gesalbte. Und zwar wird er genannt der Fürst. Und ein Fürst ist sozusagen wie ein König, oder? Das heißt, man erwartete einmal einen Propheten, den Mose vorhergesagt hat, und man erwartete einen König. Ja? Also, wenn man jetzt dort beim Laubhüttenfest im Jahre 30 so mal eine Umfrage gemacht hatte, was sind so die wichtigsten Ereignisse, auf die ihr wartet? Da hätten die Leute gesagt, oh, wir warten, dass der Prophet kommt. Ja, sie hätten auch noch gesagt, wir warten, dass Elia kommt. Ja, da haben sie auch drauf gewartet. Elia soll kommen, der Prophet aus 5. Mose 18 soll kommen und dann soll noch ein König kommen. Ja, darauf haben sie gewartet. Und da sieht man hier sehr deutlich, dass sie... Und einige sagen, er ist der Christus, ja, er ist dieser König. Sie waren natürlich nicht die Ersten. Wer waren die Ersten, die festgestellt haben, dass Jesus der Christus ist? Wer war der Erste oder wer waren die Ersten, die gesagt haben, Jesus ist der Christus? Das waren die Jünger. Schaut mal in Johannes 1, da kann man es ganz deutlich sehen. Johannes 1, Vers 41. Die Jünger haben zwar vieles nicht gleich verstanden, aber das haben sie von Anfang an verstanden. Deswegen waren sie die Jünger von Jesus. Sie haben verstanden, dass Jesus der Christus ist. Schaut mal in Johannes 1 und dort Vers 41. Da kommt der Andreas, ja, der Bruder von Petrus, zu seinem Bruder. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das bedeutet übersetzt den Gesalbten. Und der Andreas, wisst ihr, wie viele Tage der mit Jesus verbracht hatte? Als er zu seinem Bruder kommt und sagt, wir haben den Messias gefunden. Wie viele Tage hatte der mit Jesus verbracht? Einen. Er hatte einen einzigen Tag mit Jesus verbracht. Und nach einem Tag, und Andreas war jetzt nicht, ja, nach einem Tag hat Andreas, der war jetzt nicht so der große Redner, sondern der hat immer mehr so einzelne Leute zu Jesus gebracht. Dafür ist er bekannt im Neuen Testament. Nach einem Tag hat er festgestellt, Jesus ist der Messias. Das war jetzt eigentlich also, jeder hätte das sehen können, so schnell wie möglich. Es gibt noch eine andere Person, die das auch sehr schnell erkannt hat. Schaut mal in Johannes 4. Mit wem redet Jesus in Johannes 4? Da redet er mit einer besonderen Frau, nämlich mit der Samariterin, nicht wahr? Am Jakobsbrunnen. Und da sagt dann die Frau sogar, die Frau spricht, Vers 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird uns alles verkündigen. Und dann weiß sie in dem Moment noch nicht, dass der Messias vor ihr sitzt. Und Jesus sagt dann, ich bin's, nicht wahr? Mit dem du redest. Ich bin's, der mit dir redet. Und dann sagt sie in Vers 29, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist? Und dann in Vers 42, dann kommen all die Menschen, die die Frau begeistert hat, die kommen zu Jesus und schaut mal, was die sagen, auch nach einem Tag. Ja, die haben nur, oder nach einem Tag, 2 Tage, Verzeihung, jedenfalls sind 2 Tage, ja, 2 Tage in Vers 40. Dann sagen sie, in Vers 42, und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Also ein Jünger wie Andreas konnte nach einem Tag erkennen, Jesus ist der Christus. Die Samariter sogar haben nach 2 Tagen erkannt, Jesus ist der Christus. Man muss also nicht erst einen langen Qualifikationskurs besuchen. Man muss nicht erst lange studieren, um festzustellen, dass Jesus der Messias ist. Also es gibt viele Dinge zu lernen, ja, und viele Dinge zu erfahren, aber diese Erkenntnis kann man eigentlich sehr schnell haben. Und das ist eigentlich sehr bemerkenswert. dass das, was am wichtigsten ist, wir auch schnell verstehen können. Genau. Also, wie wir schon gesagt haben, bemerkenswert, einige denken, er ist der Prophet, andere denken, er ist der Christus. Das war für die Juden offensichtlich damals nicht dasselbe. Das kann man an verschiedenen Stellen sehen. Schauen wir vielleicht ganz kurz in Johannes Kapitel 1. In Johannes Kapitel 1, da sieht man das ganz deutlich. Da in Johannes 1, da ist Johannes der Täufer beim Predigen und eine Delegation aus Jerusalem kommt von den Schriftgelehrten und die interviewen jetzt den Johannes den Täufer. Und Johannes der Täufer sagt in Vers 20, und er bekannte es und leugnete es nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Ja? Und da, also Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht der Christus. Und jetzt reden die aber weiter, schaut mal Vers 21. Und sie fragten ihn, was denn? Also, wenn du nicht der Christus bist, was bist du dann? Ja? Das ist der Gedanke. Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und da meinen sie wieder, welchen Propheten? Den hier, ne? Den aus 5. Mose 18. Also, mit anderen Worten, Johannes hat ihnen gesagt, ich bin nicht der Christus. Und dann sagen sie, okay, alles klar, dann brauchen wir nicht nach Christus fragen, weil du bist nicht der Christus. Bist du vielleicht der Prophet? Womit also deutlich ist, für die Juden waren das zwei verschiedene Personen. Die haben nicht damit gerechnet, dass der Christus aus Daniel 9, der Gesalbte, derselbe ist wie der Prophet aus 5. Mose 18. Wir sehen das heute so. Ja, wir verstehen das, das ist alles auf Jesus, aber für sie war das nicht so klar. Und das hat natürlich auch ein bisschen, war natürlich ein bisschen problematisch, dann Jesus besser zu verstehen. Weil man daran sieht, man muss die Prophezeiungen zusammennehmen, nicht einzeln für sich, sondern zusammen. Das wird gleich noch ganz wichtig werden. Jetzt gibt es aber einige, die sagen in Johannes 7, nee, wir glauben das nicht. Ja? Einige sagen, er ist der Prophet, andere sagen, er ist der Christus und einige sagen, nee, er ist nicht Christus. Und womit begründen sie, dass er nicht der Christus sein kann, ihrer Meinung nach? Genau, sie sagen, wir wissen, wo Jesus herkommt, er kommt aus Galiläa und da kommt der Christus nicht her, sondern wo soll der Christus herkommen? Aus Bethlehem. Übrigens, wer hatte schon diesen Einwand, Jesus kommt aus Nazareth? Wer hat da schon gesagt, das ist irgendwie komisch? Was kann aus Nazareth Gutes kommen, oder? Wer hat das gesagt? Das war der Nathanael, nicht wahr? Als Philippus kommt und sagt, wir haben den Messias gefunden, dann sagt er, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist so ein bisschen der gleiche Gedanke hier. Nur, ich meine, Nathanael hat ja Jesus noch gar nicht richtig kennengelernt. Warum glauben Sie, haben Sie denn recht mit Vers 42, dass der Christus aus Bethlehem kommen sollte und aus dem Samen Davids? War das die Wahrheit? Hatten Sie recht damit? Sie hatten recht. Schaut, das ist eine interessante Sache. Hier gibt es Menschen, die lesen die Bibel und haben sogar recht mit dem, was sie lesen, und lehnen trotzdem Jesus ab. Und begründen das sogar mit der Bibel. Das ist ziemlich krass, oder? Sie begründen, warum sie nicht an Jesus glauben, indem sie sagen, aber hier steht eine Prophezeiung und an die glauben wir. Und mit dem, was sie sagen, haben sie ja eigentlich sogar recht. Das heißt, ein gutes Beispiel dafür, wie man die Prophetie falsch anwendet. Werden wir gleich sehen. Oder was ihr Problem eigentlich war. Aber schauen wir ganz kurz in Vers 27 von dem Kapitel. Das ist jetzt interessant, weil wir haben ja gesehen, während des gesamten Festes gab es immer wieder Diskussionen um Jesus. Wer ist Jesus? Ist er gut oder schlecht? Ja? Und in Vers 27 gab es auch schon mal einen Einwand, aber damals wurde gesagt in Vers 27, doch von diesem wissen wir, woher er kommt, wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Ja? Also die eine Gruppe hat gesagt, er kann nicht der Messias sein, weil der Messias kommt von irgendwoher und keiner weiß es. Die anderen haben gesagt, er kann nicht der Messias sein, weil der Messias kommt ja aus Bethlehem. Das heißt, da gibt es zwei Gruppen, die lehnen beide Jesus ab, aber ihre Argumente widersprechen sich. Und daran sieht man, dass sie eigentlich nur Jesus ablehnen wollen. Also wenn ihr merkt, dass eine bestimmte Ansicht bekämpft wird und die Gegenargumente widersprechen sich gegenseitig, dann sollte man hellhörig werden. Das ist passiert, als der Sabbat im 19. Jahrhundert wiederentdeckt worden ist. Ja, da gab es viele Christen, die haben gegen den Sabbat argumentiert. Und dann hat man gemerkt, wie sie einfach nur den Sonntag verteidigen wollten, ohne biblische Argumente, und wie ihre eigenen Argumente sich immer widersprochen haben. Ja? Die einen haben gesagt, wir müssen das Gesetz halten, aber wir haben das Gebot geändert, die anderen gesagt, nee, das Gesetz ist abgeschafft. Und hat sich alles widersprochen. Und das sieht man hier auch. Sie haben zwar ein Argument, aber wie wir gleich sehen werden, das nicht richtig durchdacht. Jetzt schauen wir ganz kurz an, ob sie recht haben mit dem, was sie sagen, Vers 42. Schauen wir mal ganz kurz, 2, 3. War denn David aus Bethlehem? War David aus Bethlehem? Ja, das kann man nachlesen, 1. Samuel 16, da kommt der Samuel nach Bethlehem, um den Nachfolger für Saul zu salben. Ja? Kann man gleich ganz kurz lesen, in 1. Samuel 16. Das ist die Geschichte, wo dann der Isai seine Söhne alle präsentiert und niemand ist dabei, nicht wahr? Und der David, der war so unbedeutend, dass er ihn gar nicht von der Schafherde hat holen lassen, aber genau den möchte dann Gott zum König gesalbt haben. In 1. Samuel 16 und dort Vers 1 heißt es, und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Ja, also David kam aus Bethlehem, der ist da aufgewachsen. Und schauen wir in Psalm 132, wir können eigentlich im Prinzip in Jesaja 11 lesen, Jesaja 11 und dort Vers 1. Jesaja 11, da haben wir heute schon im Offenbarungsseminar drüber gesprochen, über Jesaja 11 ist eine messianische Prophezeiung, da geht es um den Messias und dort steht in Jesaja 11, Vers 1, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und wer ist Isai? Der Vater von David, ja? Aus dem Stumpf Isais. Und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und dann wird gesagt, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Kenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist dann die Beschreibung des Messias. Das heißt, der Messias stammt wirklich oder soll wirklich von Isai abstammen. Jeremia 23. Also das sind jetzt so diese Prophezeiungen, die sie im Hinterkopf hatten, ja, die sie wussten. Der König, der Messias, der kommt aus dem Hause Davids, der kommt aus dem Hause Isais. Jeremia 23, da wird das ganz deutlich beschrieben. Jeremia 23, Vers 5 und 6. Jeremia 23 und dort Vers 5 und 6. Dort heißt es, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, also ein Nachkomme. Der wird als König regieren, ja? Ja, der König, der Messias. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Das ist das, was auch in Jesaja 11 steht. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ja, das ist Jesus. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der König. Der König aus dem Hause Davids. Und dann schauen wir noch die Stelle an in Psalm 132. Psalm 132. Und dort Vers 11. Da wird auch deutlich, das war nicht irgendetwas, was Gott gesagt hat, naja, das könnte passieren oder das sollte passieren, sondern etwas, worauf man sich 100% verlassen konnte. Ich meine, hat ja Gott gesagt. Schaut mal in Psalm 132, Vers 11. Dort heißt es, der Herr hat David in Wahrheit geschworen, davon wird er nicht abgehen. Ja, die Juden wussten, der Messias kann aus keinem anderen Haus kommen, als aus dem Haus Davids. Einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Also es war ganz klar aus der Bibel, der Messias muss aus dem Haus Davids kommen. Das war eindeutig. Und weil David ein Bethlehemiter war, deswegen sagt jetzt Micha Kapitel 5 und dort Vers 1. Das ist die berühmte Prophezeiung, nicht wahr, auf die man sich immer dann berufen hat. Zum Beispiel, ihr wisst vielleicht, können wir aufschlagen, Micha, Kapitel 5 und dort Vers 1. Das ist die Prophezeiung, als dann die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind, ja, als Jesus geboren ist. und sie nach Jerusalem kommen und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden, und Herodes keine Ahnung hat, wovon sie reden, dann fragt er die Schriftgelehrten, ja, sagt, wo wird der Messias geboren, wo wird der König geboren werden? Und dann sagen sie genau diese Textstelle in Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir, aus Bethlehem, soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, also König. Können Sie sehen? Der König kommt aus Bethlehem. Der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ist ein ganz beeindruckender Vers. Ja? Der König, der eigentlich schon seit Ewigkeit existiert, der Mensch wird, der kommt aus Bethlehem. Und deswegen sagen die, Jesus kann nicht der Messias sein, weil er muss ja in Bethlehem geboren sein und der kommt ja aus Galiläa. War denn Jesus in Bethlehem geboren worden? Ja, selbstverständlich, ja. Können wir nochmal ganz kurz uns zu Gemüte führen. In Lukas Kapitel 2, die Geschichte wird ja in ein paar Wochen dann wieder in der ganzen Welt gelesen werden, aber leider wird sie selten studiert. In Lukas Kapitel 2 und dort Vers 4. Lukas Kapitel 2 und dort Vers 4. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Da sehen wir also ganz deutlich, Jesus hat die Prophezeiung erfüllt. Und Vers 11, da heißt es dann, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Also da war von Geburt an klar, Jesus ist der Christus. Jetzt warum sagen die, kommt der Christus nicht aus Bethlehem? Was ist offensichtlich das Problem? Was haben die für ein Problem, diese Menschen in Jerusalem, die wir in Johannes 7 treffen? Die wissen, der Messias kommt aus Bethlehem. Sie wissen, dass der Messias aus dem Stamm Davids, also aus dem Haus Davids kommt. Und warum lehnen sie Jesus trotzdem ab? Offensichtlich wissen sie nicht, dass er in Bethlehem geboren worden ist, oder? Sie wissen es nicht. Sie kennen ihn nicht gut genug. Und das heißt, sie kennen zwar die biblische Prophetie, aber sie kennen Jesus nicht gut genug. Und weil sie Jesus nicht gut genug kennen, ihn nie kennengelernt haben, ihn nie gefragt haben, sag mal, wo bist du eigentlich geboren? Ja, wo kommst du eigentlich wirklich her? Sie haben nur gehört, er kommt aus Galiläa. Sie haben gehört, er ist der Zimmermann aus Nazareth. Sie haben so ein allgemein vages Bild, sie haben ihn predigen hören, aber sie haben ihn nie persönlich interviewt. Sie hätten ja fragen können, sag mal, wo bist du eigentlich geboren? Das wäre eine Sache von 5 Minuten gewesen, einer Minute. Und er hätte gesagt, ich bin in Bethlehem geboren und dann hätten sie gewusst. Ja? Aber sie haben nicht gefragt, sie hatten zwar die Wahrheit erkannt, aber Jesus nicht kennengelernt und so haben sie nicht die Wahrheit mit Jesus verbunden. Und wisst ihr, das kann heute auch passieren. Das ist eine ernste Sache. Man kann die Wahrheit in der Bibel verstehen, aber sich nicht Zeit nehmen für Jesus, und dann nicht verstehen, wie die biblischen Prinzipien mit Jesus zusammenhängen. Und dann kann es passieren, dass jemand das Wirken des Heiligen Geistes, das Wirken von Jesus ablehnt und dabei noch denkt, dass er der Bibel folgt. Könnt ihr sehen? Die haben gedacht, dass sie bibeltreu sind und haben Jesus abgelehnt. Nicht jeder, der sagt, nicht jeder, der die Bibel gut kennt, folgt Jesus. Das ist eine ernste Warnung. Und jetzt, das ist der erste Punkt, sie haben Jesus nicht richtig kennengelernt. Der zweite Punkt ist, hätten sie denn auch aus der Tatsache, dass Jesus aus Galiläa ist, vermuten können, dass er der Messias ist? Ihr Argument war ja, wir warten auf einen Messias aus Bethlehem. Ja? Der kommt aus Galiläa. Und für sie, in ihrem Kopf hatte Galiläa nichts mit dem Messias zu tun. Aber gibt es in dem Alten Testament eine Prophezeiung, dass der Messias etwas mit Galiläa zu tun hat? Sie kannten immer nur Micha 5, ja, und sie kannten die klassischen Prophezeiungen. Schaut mal mit mir in Jesaja. In Jesaja, Kapitel 8, Vers 23. Jesaja, Kapitel 8 und dort Vers 23. Und das heißt es, Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wir in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Wisst ihr, wo ungefähr Sebulon und Naphtali liegen? Wenn ihr mal auf der Bibelkarte schaut, werdet ihr feststellen, Sebulon und Naphtali waren die Stämme, die westlich vom See Genezareth ihr Stammesgebiet hatten. Und das Gebiet westlich vom See Genezareth heißt im Neuen Testament Galiläa. Das ist genau die Gegend von Galiläa. Deswegen, es heißt ja sogar das Gebiet der Heiden. Das war hebräisch Gelil Hagoim. Und daraus hat sich dann später Galiläa abgeleitet. Das heißt, das Wort Galiläa kommt aus Jesaja 8, Vers 23. Und was steht dann im nächsten Vers? Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Wo soll das Licht leuchten? Dort im finsteren Naphtali und Sebulon, ja, dort wo, das im Kontext hier von Jesaja, das ist das Gebiet, wo dann der Assyrerkönig kommt, Tiglath-Pileser, die Leute da wegnimmt und das weggerissen wird von Israel. In diesem dunklen Gebiet soll das Licht hervorleuchten. Und zwar von wem? Wer soll dort leuchten? Schaut mal in Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Kennt ihr, oder? Eine bekannte Passage. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die was ruht auf seiner Herrschaft? Die Herrschaft. Und Herrschaft ist König, ja? Das ist also der geborene König. Wo soll er geboren werden? Er soll in Bethlehem geboren werden. Aber wo soll er leuchten? In Galiläa. Das heißt, sie haben zwar eine Prophezeiung verstanden, aber die andere ignoriert. Und weil sie eine verstanden haben, die andere ignoriert, haben sie nicht zusammengenommen, weil wenn sie beides genommen hätten, hätten sie gewusst, okay, da ist jemand, der leuchtet offensichtlich in Galiläa und das ist für uns Grund genug, ihn mal kennenzulernen und dann hätten sie festgestellt, er wird wirklich in Bethlehem, ist wirklich in Bethlehem geboren worden, beides passt. Aber sie haben eine gegen die andere ausgespielt. Und das ist die Gefahr, wenn wir nur einen Teil der Bibel kennen oder nur einen Teil für wichtig halten und einen anderen ignorieren. Wenn sie die Prophetie richtig studiert hätten, hätten sie gewusst, der Messias wird in Galiläa leuchten. Nun, jetzt haben wir nur 3 Verse geschafft, aber nächstes Mal machen wir ein bisschen mehr dann. Machen wir hier eine Pause, sonst fangen wir was Neues an, was wir nicht dann zu Ende schaffen. Halten wir fest, und das werden wir dann diesmal sehen, es entsteht eine Spaltung wegen Jesus. Und alle 3 Gruppen kennen die Bibel. Ja? Die eine Gruppe kennt 5. Mose 18 und sagt, er ist der Prophet. Ja? Haben Sie recht? Ja. Die zweite Gruppe kennt Daniel 9 und sagt, er ist der König, der Messias. Haben Sie recht? Ja. Und die dritte Gruppe kennt Micha 5 und Jeremia 23 und sagt, er muss aber aus dem Haus Davids kommen und er muss in Bethlehem geboren werden. Und haben Sie recht? Ja, Sie haben auch recht. Aber die ersten beiden nehmen Jesus an und die dritte lehnt ihn ab. Also, ob ich Jesus annehme oder ablehne, ist nicht nur eine Frage der Bibelkenntnis, sondern eine Frage der inneren Einstellung, ob ich trinken will von dem Wasser des Lebens und ob ich bereit bin, die Bibel zu erforschen und Jesus kennenzulernen oder ob ich die Bibel benutze, um bei meiner eigenen Meinung bleiben zu wollen. Möge Gott uns geben, dass wir die Bibel nicht nur die richtigen Fakten der Bibel kennen, sondern dass wir jeden Tag Jesus besser kennenlernen wollen. Nicht wahr? Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass du zu uns sprichst und dass wir so viele Schätze da entdecken können. Und Herr, wir haben gesehen, dass es nicht ausreicht, dass wir einfach nur biblische Wahrheiten gehört haben und wiedergeben können, sondern dass wir wirklich Jesus immer besser kennenlernen. Denn sonst laufen wir Gefahr, dass wir mit der Bibel in der Hand ihn ablehnen in unserem Leben. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns vergibst, wo wir bestimmte Teile der Bibel ignoriert haben und uns damit entschuldigt haben, weil wir andere Teile dagegen ausgespielt haben. Herr, wir möchten wirklich unsere Herzen öffnen für das Wirken deines Heiligen Geistes. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort richtig erklärst und dass wir die Harmonie all der verschiedenen Prophezeiungen sehen können. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.